Kamoda Asana, die Stellung der Wasserlilie. Rafaela zeigt, wie es geht. Ausgangsstellung ist der Lotus. Und im Lotus fasst du mit der einen Hand um den Rücken und fasst an den gegenüberliegenden Fuß. Und dann fasst du mit der anderen Hand an den Ellbogen. Das ist Kamoda Asana. Rafaela wird sich gerade noch mal drehen, damit du den Rücken sehen kannst. Also Beine im Lotus und dann mit einer Hand an den Fuß und mit der anderen Hand an den Ellbogen. Diese Stellung ist wie eine gute Vorübung für Baddha Padmasana oder auch Baddha Hasta Padmasana, also den gebundenen Lotus. Wenn du das auf der einen Seite so machst, dann kannst du nach die andere Seite auch üben. Und so übt man jede Seite etwas separat. Und im Lauf der Zeit kannst du dich dann zur gegenüberliegenden Seite drehen. Also, die Hand am Fuß halten und dann praktisch die rechte Schulter nach hinten und die linke Schulter nach vorne. Und so entwickelst du immer mehr die Flexibilität, bis du irgendwann zum vollgebundenen Lotus kommen kannst. Auch noch eine Möglichkeit ist, in diese Kamodasana zu kommen und dich dann nach vorne zu beugen. Auch das hilft der Lotusflexibilität. So ist Kamodasana eine wunderschöne Stellung, um die Lotusflexibilität zu entwickeln und Baddha Padmasana zu lernen. Alle Informationen zu Yoga, Meditation, Ayurveda, Spiritualität, Gesundheit, Naturheilkunde findest du auf wiki.yoga-vidya.de.